Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Also mir ist heute viel zu warm, um zu kochen. Und ich habe auch Appetit auf einen Thunfischsalat. Und ich dachte mir, ich brauche mal wieder ein paar Reste auf. So, der Thunfisch ist schon in der Schüssel. Und seht ihr das hier? Dieses kleine Glas. Das habe ich aus dem Gefrierschrank geholt. Da sind Frühlingszwiebeln drin. Ja, die habe ich übrig vom, was war's? Der Frühlingskartoffelsalat. Ja, genau. So, die lasse ich jetzt ein bisschen antauen und dann schaue ich mal, was ich noch so an Resten finde. Ich habe das Glas nur ganz kurz stehen lassen, also ganz kurz antauen, ja, damit ich die da rausbekomme. Und ja, ich habe das Glas dann geöffnet und mit der Gabel die Zwiebeln entnommen. Und ich wollte noch was sagen zu diesen Gläsern. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das in irgendeinem Video mit Sicherheit schon mal gesagt. Aber ich finde es auch nachhaltig, wenn man solche leeren Gläser, von was immer die auch waren, das hier war, glaube ich, eine Tomatensoße in so einer Packung Pizzateig, glaube ich. Aber ist ja auch ganz egal. Jedenfalls finde ich es nachhaltig, wenn man solche Gläser weiterverwendet. Und man kann in Gläsern einfrieren. Super gut sogar. Macht sie halt nicht ganz voll, lasst oben ein bisschen frei. Ja, und dann braucht man auch keine Kunststoffgefäße kaufen. Und ja, schont damit den Geldbeutel und schützt die Umwelt, ne? Das sind gar nicht so wenig Frühlingszwiebeln. Aber egal, ich esse die ja gerne. So, und jetzt lasse ich die aber wirklich erstmal hier auf dem Thunfisch auftauen, bevor es weitergeht. Also wenn ich jetzt schätzen sollte, wie viel Frühlingszwiebeln hier drin sind, würde ich sagen, 2 große Esslöffel voll. Ja, das waren vielleicht, ja, vielleicht war das auch nur eine, so eine ganze Stange. Kann sein, aber 2 Esslöffel voll würde ich schon nehmen. So, jetzt habe ich in meinem Kühlschrank noch Paprikaschote gefunden. Das ist eine halbe rote Paprika. Die habe ich gewürfelt. Sieht man, ne? So. Und dann habe ich noch hier so ein Stück Schlangengurke oder wie manche von euch vielleicht sagen, Salatgurke. Ja, das ist eine Bio-Salatgurke. Das ist so ein Drittel. Die würfel ich jetzt auch und dann kommt das auch noch da rein. Mal gucken, was ich dann noch finde. Die Paprikaschote übrigens ist auch Bio. Ja, ich habe noch mehr gefunden. Und zwar Mais. Ich könnte auch noch ein Ei kochen. Aber ich habe jetzt mal 1 Esslöffel Öl und 1,5 Esslöffel weißen Balsamico-Essig dazugegeben. Gewürzt mit Salz und Pfeffer. Alles vermischt. Und habe jetzt probiert. Ja, und ich muss sagen, der schmeckt erfrischend. So leicht. Also ich würde sagen, das ist ein sommerlicher Thunfischsalat. Ich tue da jetzt gar nichts mehr rein. Ich weiß, dass es auch mit Ei und anderen Sachen schmeckt, aber das ist jetzt mal was ganz anderes. So ein richtig leichter Thunfischsalat, eben mit nur frischen Sachen. Also Mais wäre ja aus der Dose. Ja, ein Ei ist auch nicht alt, aber ist eben kein Gemüse. Ich denke, das schmeckt so frisch durch die Schlangengurke oder Salatgurke. Sind ja wirklich nur diese 3 frischen Zutaten drin. Schlangengurke, Paprikaschote. Hä? Bin ich blöd? Ich habe doch gesagt 3 Sachen. Ja, und die Frühlingszwiebeln, die habe ich vergessen. Also ich lasse das jetzt so. Ich finde das klasse. Eigentlich hätte ich hierzu ja gar kein Rezept zu schreiben brauchen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ihr könnt euch das ja wieder abfotografieren oder einen Screenshot machen, wie auch immer, oder abschreiben. Ja, ich würde es abfotografieren. Ich möchte noch was dazu sagen. Thunfisch trotzdem nicht zu oft essen. Ich will jetzt nicht, wer weiß, wie darauf eingehen, denn ich habe Hunger. Aber ihr könnt in dem Rezept gucken, in der Playliste One-Pot-Rezepte, da ist noch ein Thunfischsalat drin. Ich glaube, da steht Thunfischsalat mit Kidneybohnen. Ja, genau, Proteinbombe. Das solltet ihr euch angucken, besonders anhören, denn da sind wirklich gute Infos drin.
Ja, und dieser Salat hier, der ist natürlich auch perfekt, wenn man abnehmen möchte oder einfach auf seine Figur achtet. So, und er schmeckt wirklich sau erfrischend. So, und nun wünsche ich euch guten Appetit. Bis dann.